Herzlich willkommen beim DiviBuilder. Kann der DiviBuilder unsere Surfschule nachbauen? Der DiviBuilder bietet die Möglichkeit, verschiedene Ansichten auf den visuellen Bereich einzustellen. Und das befindet sich hier unten im Divi-Menü, welches sich hier mit einem Klick an- und ausschalten lässt. Und ganz hier rechts kann man unter der Bilderauswahl-Modus verschiedene Modi einstellen. Wir sehen jetzt hier gerade den Gittermodus aktiviert. Es gibt auch noch den Hover-Modus. Und der Vorteil beim Hover-Modus ist, dass die verschiedenen Bedienungselemente, die Steuerungselemente, dass die erst aufgehen, wenn man mit der Maus drüber fährt. Und ich persönlich bin eigentlich ein Favorit des Klick-Modus. Das bedeutet, die Elemente werden nicht angezeigt, außer ich klicke tatsächlich auf das Element. Und erst dann wird die Bedienung quasi angezeigt. Also werde ich in diesem Modus dann auch weiterarbeiten. Okay, diese Elemente habe ich hier testweise eingefügt. Die löschen wir einfach mal kurz. Und so begrüßt uns dann normalerweise der DiviBuilder mit einer leeren Seite. Zur Info, ich habe das Plugin Blank Slate im Einsatz, welches mir erlaubt, ein leeres Layout zu definieren. Beziehungsweise Divi hat auch einen eingebauten Modus beim Erstellen einer neuen Seite. Kann ich hier einfach sagen, dass das Ganze blank sein soll. Und das brauchen wir schließlich für die Surfschule. Noch eine Sache, und zwar der große Vorteil oder der Grund, warum sehr viele Leute Divi gerne einsetzen, liegt in der schieren Anzahl an wirklich sehr ansprechend gestalteten Vorlagen. Die befinden sich hier unten, wenn man auf das Plus-Symbol klickt. Hier kann man also für ganze Seiten schon entsprechende Vorlagen einbauen. Das bieten im Prinzip alle Page-Builder. Allerdings ist Divi hier besonders, weil es wirklich eine, wenn nicht sogar die umfangreichste Sammlung von Layouts hat. 128 Layout-Packs, 953 verschiedene Layouts. Und hier ist also wirklich für jedes Business mit Sicherheit eine Vorlage enthalten. Ich scrolle jetzt einfach mal hier so ein bisschen durch, damit man das sieht. Das ist jetzt für unseren Test nicht das, was wir haben wollen. Und deswegen mache ich das Ganze jetzt wieder zu. Denn wir werden im weiteren Verlauf sehen, es gibt einige Unzulänglichkeiten bei Divi, die sich überwinden lassen, keine Frage. Aber wer sich Divi kauft, der fährt wirklich, glaube ich, auf die Themes von Elegant Themes ab. Denn die bieten natürlich auch einiges. Okay, dann legen wir mal los. Wir haben wie immer oben unseren Kopfbereich. So sieht Divi übrigens aus, wenn man ganz von vorne anfängt. Fangen wir mal an damit, dass wir ein zweispaltiges Layout einfügen und hier auf der linken Seite einen Text und auf der rechten Seite unser Logo. Das Logo liegt als Bild vor und da es eine weiße Schrift auf transparentem Hintergrund hat, können wir jetzt hier nicht viel weiter machen. Das bedeutet, wir fügen erstmal im darüberliegenden Element, im umgebenden Element einen Hintergrund ein. Und zwar, hier unterscheidet sich Divi schon ein bisschen von anderen Plugins, weil es keine Overlays hat. Wenigstens konnte ich keine finden. Das bedeutet, ich muss hier ein Bild definieren. Und wenn ich das etwas abdunkeln möchte, muss ich auch gleichzeitig eine Hintergrundfarbe definieren. Sagen wir mal das Schwarz, das Übliche. Und das Ganze auch noch ein bisschen transparent. 0,5 wie immer. Okay. Und jetzt muss ich zusätzlich noch im Bereich, hier unter dem Bild muss ich zusätzlich noch den Überblendmodus auf zum Beispiel Multiplizieren stellen. Und jetzt wird das Ganze abgedunkelt. Okay, und jetzt können wir das Logo auch gut erkennen. Hier auf der Seite wollen wir dann den Text auch noch weiß einfärben. Das finden wir unter Design Text Weiß. Wo wir gerade dabei sind, schauen wir uns auch dann direkt die Schriftarten alle an. Roboto ist hier oben zur Auswahl. Und wir wissen, dass das eine Textgröße von 48 haben wird. Und können jetzt auch mal den Inhalt direkt an den Text anpassen, den wir wirklich brauchen. Komm in die. So, dann haben wir wenigstens die Überschrift hier schon einmal fertig. Gut gefällt mir an Divi, dass sich weitere Zeilen innerhalb der großen umgebenden Zeile, also innerhalb der Masterzeile sozusagen, sehr einfach über dieses Pluszeichen einfügen lassen. Und zwar neue Zeile hinzufügen und dann nochmal zwei Spalten. Hier können wir direkt
das Bild einfügen. Hier müssen wir ein Bild einfügen, weil eine Icon-Funktionalität gibt es so bei Divi nicht, wie wir das von anderen kennen. Es gibt natürlich die Möglichkeit, das Ganze via HTML und CSS einzufügen. Aber wie das geht, das überlasse ich dann dir, um es herauszufinden. So, hier oben haben wir die Wellen. Und hier können wir dann direkt mal unter Design vielleicht die Größe richtig einstellen. Die Größe, die Breite sollte auf jeden Fall, sagen wir, 150 px sein. Ja, das kommt dann ungefähr schon hin. Und das Ganze ausrichten nach rechts. Und da stoßen wir dann auch schon auf das erste Problem bei Divi. Es ist nur schwer möglich, also mit der Oberfläche gar nicht, soweit ich das beurteilen kann, hier wirklich einen Kreis drum zu malen. Wer das richtige CSS zur Hand hat, der kann das natürlich leicht nachbilden. Das ist dann überhaupt gar kein Problem. Allerdings stellt sich die Frage, warum Divi hier keine Möglichkeiten bietet, um ein Bild einfach einen Kreis zu ziehen. Ich konnte sie auf jeden Fall nicht finden. Das sollte jetzt auch kein Beinbruch sein. Machen wir einfach mal weiter. Hier auf der Seite kommt ein Text. Und den Text, den kopieren wir uns mal hier raus. Das ist dann eine Überschrift. Und hier müssen wir wie immer die Schriftart entsprechend auswählen. Okay, jetzt habe ich mich doch noch erbarmt. Machen wir hier auch noch mal den Rand drumherum. Einfach nur, um zu zeigen, wie das dann funktioniert. Also ich muss dann hier in dem Element das benutzerdefinierte CSS Border und Padding eingeben. Ja, also zum einen werden die Ecken abgerundet und zum anderen gibt es ein bisschen Platz drumherum. Und jetzt kann ich eine Hintergrundgrafik, eine Hintergrundfarbe vielmehr einfügen. Und jetzt sieht das Ganze so aus, wie wir das wünschen. So, wir brauchen ein bisschen Abstand zu der Zeile hier oben. Da können wir einfach auf das Element klicken und dann nach Belieben aufziehen. Wir haben bis jetzt mal 120 verwendet, also bleiben wir dabei. Und nach unten brauchen wir vielleicht nicht ganz so viel. Klicken da drauf. 120. Es kommt natürlich noch der Abstand hier dazu. Den könnten wir theoretisch dann wegnehmen. Und jetzt sind wir relativ nah am Original. Was uns jetzt noch fehlt, ist, dass die Zeile hier oben auseinandergezogen wird und dass die Schrift mittig mit der Grafik ausgerichtet ist. Okay, machen wir erstmal die Zeile breit. Und hier muss ich zugeben, dass ich auch wieder ein bisschen Probleme hatte. Also gehen wir erstmal in die Zeileneinstellungen, beziehungsweise das sind ja die Spalten hier. Und hier, wenn ich hier versuche, den Zwischenraum links und rechts, den Außenabstand, ja, also meine erste Vermutung war der Außenabstand, das ist der Abstand, der hier und hier auf der Seite existiert, dass wenn ich den auf 0 setze, ah, man sieht es ja schon, dann rutscht es ganz nach links. Wenn ich den auch auf 0 setze, dann passiert gar nichts. Das ist seltsam. Okay, dann möchten wir vielleicht auch noch die Größe einstellen. Und hier sind Werte voreingestellt wie 80% Breite, aber maximale Breite steht auf 1080. Okay, was passiert, wenn ich die maximale Breite auf 100% setze? Ja, dann geht das Ganze auf, aber anscheinend auch nicht ganz nach rechts. Und was ist, wenn ich jetzt auf 100 VW-Stelle für Viewport Width. Ja, Divi möchte mir immer hier Sachen vorausfüllen. Ja, dann funktioniert das Ganze auch nicht. Okay. Das bedeutet, ich werde beim Zwischenraum einfach mal das hier wieder wegnehmen. Und siehe da, das sieht schon besser aus. Allerdings habe ich mich sehr schwer damit getan, herauszufinden, warum ich das Ganze nicht noch weiter nach links bekomme. Gut, manchmal gibt man sein Bestes und kommt nicht weiter. Was dann bleibt, ist ja die Suche in den Supportforen und so weiter. Ich denke mir, das Problem lässt sich wahrscheinlich auch noch lösen. Also es geht darum, das Ganze vertikal auszurichten, sodass das hier ein bisschen runterrutscht. Und dafür gibt es leider im Layout auch keine Einstellungsmöglichkeiten. Es gibt zwar die Einstellungsmöglichkeit, dass man hier, ich glaube, bei Größe einstellen die Spaltenhöhen ausgleicht. Und jetzt gibt es aber nicht mehr, es gibt es aber nicht die Möglichkeit, das Ganze dann mittig auszurichten. Auf jeden Fall habe ich sie nicht gefunden. Was das Ganze hier auch obsolet macht. Also ich verstehe nicht genau, warum diese Einstellung da ist, wenn das nicht funktioniert. Jedenfalls kann man das Ganze natürlich lösen, indem man für das darüberliegende Element dann Moment, das müsste eigentlich das hier sein.
als benutzerdefiniertes CSS, die Flex-Eigenschaft auf Align Item Center, Justify Content Center und Display Flex setzt. Okay, das ist natürlich jetzt auch ein Hack und das lösen ja andere Page-Builder deutlich komfortabler. Und das sind die Kleinigkeiten, mit denen man dann als Divi-Nutzer leben muss. Wenn man jetzt einen Background hat, wie ich als Webentwickler, dann ist das jetzt kein großes Problem. Da stellt sich die Frage, sind die Layouts von Divi tatsächlich so attraktiv, dass man darüber hinwegsieht? Oder möchte man einfach eine Lösung haben, die what you see is what you get ist und wo man nur klicken muss, ohne diese kleinen Hacks zu kennen und einzusetzen? Denn als Anfänger könnte man hier vor fast unüberwindbare Probleme gestellt werden. Definitiv genügend Zeit in der Kopfzeile verbracht. Machen wir jetzt einfach mal hier unten weiter. Und dazu können wir das Element anklicken, um eine neue Zeile einzufügen und dann hier auf Plus. Und hier brauchen wir einen ganz regulären Abschnitt. So, und das Ganze hat dann erstmal eine Zeile, das reicht mir aus. Und damit wir ein bisschen Platz nach unten gewinnen, schlage ich vor, dass wir das direkt noch ein paar Mal, 1, 2, 3, 4, 5, 5 Mal, glaube ich, müsste reichen, duplizieren. Ja, sehr gut. Und jetzt können wir ein bisschen besser scrollen. Wir brauchen ja hier drei Spalten und zwar nach der Vorlage hier, also ein Bild, eine Überschrift und ein Text. Gut, dann wollen wir doch mal hier in diese Spalte einfach ein Bild einfügen und danach, okay, check, auf das Bild klicken und dann auf das Plus für ein weiteres Modul und darunter kommt ja eine Überschrift, also ein Text. Und check und hier nochmal draufklicken und nochmal ein weiteres Modul einfügen. Und man sieht hier schon bei Divi, dass mit den Pluszeichen, mit den Bedienungselementen, das wird manchmal sehr eng. Und alles ist auch immer sehr bouncy, da bin ich auch kein großer Fan davon. Mich irritiert das auf Dauer nur. Okay, jetzt können wir hier bestätigen. Ja, machen wir doch hier direkt mal layout-technisch alles das, was wir haben brauchen. Und zwar, wir können hier einfach mal Head reinschreiben und dann entsprechend das Design anpassen. Als Text unsere Lieblingsschriftart brauchen wir hier an der Stelle in Fett und sogar in Zentriert. Schwarz ist okay und ich meine, hier hätten wir immer eine 32er Größe und das Ganze stimmt. Okay, und hier unten brauchen wir die gleiche Schriftart, Roboto und dann hier sind wir bei regulär und das stimmt und hier haben wir einfach 16 und wir wissen, weil es mehrere Zeilen Text sind, wollen wir 1.5 EM werden hier vorausgewählt, 1,5, das müsste eigentlich reichen. So, und jetzt haben wir ja hier unser Layout feste definiert und ich würde sagen, im Original, wenn wir uns das mal angucken, da ist der Abstand, ja, der Abstand zwischen dem Symbol und dem Text, das ist auch okay. Und jetzt habe ich mir die Frage gestellt, wie kann ich jetzt eigentlich dieses Layout, also diese Spalte, komplett auf die rechte Seite kopieren oder duplizieren, sodass ich dann aus dem einspaltigen Layout ein dreispaltiges Layout mache. Wenn man hier auf Kopieren drückt, dann wird tatsächlich alles nach unten kopiert und ich erhalte neue Zeilen. Das ist nicht das, was ich möchte. Es lässt sich aber über die Einstellung der Spalte oder Zeile-Einstellung nennt sich das hier vielmehr, tatsächlich in diesem Bereich die ganze Spalte duplizieren. Also wenn ich dann hier dreimal draufklicke, dann habe ich tatsächlich das Layout, was ich mir wünsche. Und jetzt muss ich es nur noch ausfüllen. Ja, ich finde, diese Zeile ist ganz gut gelungen. Auch der Abstand von oben, der ist schon sehr großzügig definiert. Ich glaube, da müssen wir gar nicht weiter optimieren. Dann kommen wir zur nächsten Zeile. Hier haben wir wieder eine Überschrift, die zentriert ist und ein Hintergrundbild. Fangen wir direkt beim Hintergrundbild an und definieren das unter Hintergrund.
Hintergrundbild. Das ist unser einzelner Surfer, genau. Und hier müssen wir wieder Divi-spezifisch eine schwarze Farbe einstellen und dann die Opacity auf 0,5 stellen. Ja, das ist okay. Und hier dann entsprechend auf dieser Spalte im Bild ein Überblendenmodus von Multiplizieren einstellen. Wunderbar. Jetzt wird unsere weiße Schrift auch gut angezeigt. Also fügen wir hier dann mal unseren Text ein. Genau. Das ist die Überschrift. Und die wollen wir natürlich schön groß haben. Und mit unserer Lieblingsschriftart Roboto, Textstärke, fetter Text, weiß und 80, meine ich, ist die Größe. Das Ganze zentriert. Wunderbar. Ja, und jetzt möchten wir noch, dass die Höhe der Spalte auf 100% aufgezogen wird. 100% der, jetzt gucken wir mal, Größe einstellen, des Browserfensters sozusagen. Und das ist bei der Höhe 100 VH. Genau. Und jetzt haben wir noch das Problem, dass das Ganze in die Mitte muss. Und da uns Divi hier nicht wirklich weiterhilft, müssen wir uns da wieder einen Code besorgen. Also in die Einstellungen für die Zeile und dann unter Erweitert, benutzerdefiniertes CSS das Ganze auf Display Flex stellen. Und jetzt wird es auch richtig eingerichtet. Aber ich sehe gerade, dass ich es anders gemacht habe als sonst. Das sieht eigentlich auch ganz gut aus. Aber sonst wollten wir eigentlich für dieses Element den Hintergrund definieren. Ja, nicht für dieses, ach, korrigieren wir es einfach mal kurz. Bild wollen wir einfach, nee, das Bild behalten wir. Möchten wir bei der Hintergrundfarbe vielleicht einfach wieder transparent einstellen. Ja, so sieht es richtig aus. Und dann für dieses Element oder sogar für dieses Element eine Hintergrundfarbe definieren. Und das geht hier gar nicht, sehe ich gerade. Doch, hier geht es, wunderbar. Da haben wir auch dann schwarz mit 50% Durchsicht. Genau. Ja, jetzt ist es wie im Original, damit bin ich zufrieden. Es folgt unser geliebtes Klickteam. Okay, fangen wir hier wieder ähnlich an. Und zwar, es kommt oben ein Bild. Von mir aus können wir auch das schon mal nehmen. Und das ist okay. Darunter auf das Bild geklickt. Nochmal. Ah, das Bild ist jetzt hier links ausgerichtet. Das dürfte aber nichts machen. Und dann den ersten Text einfügen, das ist der Name. Tippe ich jetzt einfach mal so ein. Und wir wollen schon mal Schriftarten und so weiter richtig einstellen. Die hier ist fett auf jeden Fall. Auch mittig. Und 32. Ja, das kommt hin. Fertig. Setzen wir ihn mal in die Mitte. Ausrichtung. So. Und dann unter dem Namen, wenn ich das Plus erwische, hier auch nochmal den Text einfügen. Und hier ist ja ein kleiner Text. Hauptleser, wenn ich mich nicht täusche. Und der ist dann links oder bleibt links ausgerichtet. Ne, den machen wir auch mittig. Müssen wir sehr oft klicken bei Divi. Das haben andere Plugins definitiv besser gelöst. Und das sieht eigentlich schon ganz gut aus. Ich glaube, ich habe es noch etwas zu klein und nicht im richtigen Font. Also den Text. Genau. Den Text auf Roboto. Und die Textstärke auf 16 hat er gar nicht größer gemacht. Das war anscheinend schon 16. Und ich glaube, im Original ist der Abstand, ja, der Abstand ist ein bisschen enger. Das heißt, wir nehmen einfach mal den Abstand von oben und von unten von hier ein bisschen weg und setzen den einfach mal, das dürfte der Zwischenraum sein, und dann, ich schätze mal oben und unten auf 0.
Jetzt ist es wirklich sehr eng. Das Bild hat anscheinend auch noch einen Abstand. Klick da drauf. Geht nicht. Erst wegmachen und dann hier den Zwischenraum oben und unten auch noch anpassen. Ja, wunderbar. Und dadurch, dass jetzt nirgendwo mehr Zwischenraum ist, kann ich dann hier einmal meinen gewünschten Zwischenraum einstellen und der dürfte oben und unten dann 10 Pixel betragen. Das sieht richtig aus. Okay, jetzt habe ich ja meine eine Spalte fertig und jetzt kann ich wieder in die Zeileneinstellungen reingehen und diese Spalte dreimal duplizieren. Wunderbar. Und muss nur noch die restlichen Informationen ausfüllen. Ja, die Überschrift habe ich noch vergessen. Also fügen wir doch hier einfach, wenn ich das so anklicke, kann ich eine neue Zeile hinzufügen. Da brauche ich nur eine Spalte und dann kommt der Text. Das hat geklappt. Jetzt folgt unsere Surfgalerie, die schönsten Surfspots. Fangen wir mal mit dem Hintergrund und mit der Überschrift an. Zuerst brauchen wir einen Hintergrund in Form eines Gradienten und den können wir hier oben definieren, einen Hintergrundverlauf. Oh, blau-grün, das ist ja gar nicht mehr so schlecht. Und ja, zuerst brauchen wir natürlich einen radialen. So, innen hell und außen ein bisschen dunkler. Das heißt, die grüne Farbe ändern wir mal in eine dunklere Farbe. Ja, hier ist jetzt kaum Unterschied, aber ich denke mal, ja, so. Ah, das passt auch ganz gut. Wunderbar. Dann brauche ich jetzt hier eine Überschrift und direkt unter der Überschrift angeklickt und dann hier eine neue Zeile, eine Spalte und hier kann ich dann meine Bildergalerie einfügen und dafür gibt es ein extra Modul. Hier kann ich die Bilder auswählen. Neun Stück. Während er die hochlädt oder einstellt, da sehe ich schon, da kann ich noch ein bisschen was optimieren. Die Bilderreihenfolge, die ist okay. Die Bilderanzahl kann ich anscheinend auswählen. Da möchte ich eigentlich 9 Stück haben. Seltsam, dass ich die Bilderanzahl einstellen kann. Hat wahrscheinlich damit zu tun, dass hier eine Paginierung eingebaut ist. So, was kann ich noch machen? Titel und Bildunterschrift anzeigen, das möchte ich alles nicht haben. Nichts weiter anzeigen, nur die Bilder. Ich habe keine Option gefunden, das Ganze in 3 Spalten anzuzeigen, wie es eigentlich alle Module, alle anderen Plugins, die ich bis jetzt getestet habe, können. So, den Link, der ist soweit klar. Aber bei Elementen, was kann ich da noch einstellen? Im Bereich Design habe ich hier die Möglichkeit, ja, verschiedene Layouts anzuwenden. Slider sieht dann so aus. Hier habe ich dann verschiedene Punkte und kann direkt die halbwegs großen Bilder mir anzeigen lassen. Und ist nicht das, was ich möchte. Ansonsten habe ich noch die Thumbnails, die ich im Hoch- und Breitformat anzeigen lassen kann. Und die Überlagerung, das ist das, was passiert, wenn ich mit der Maus über die Bilder fahre. Das heißt, ich könnte hier eine Farbe von Weiß definieren. Als Icon würde sich dann zum Beispiel eine Lupe oder so anbieten. Hier eine Lupe mit dem Plus-Symbol. Hier sehe ich jetzt, dass tatsächlich das Ganze weiß angezeigt wird. Also nochmal einen Klick da drauf. Also nochmal einstellen und dann unter Design, Überlagerung. Das ist ja die Symbolfarbe letztendlich. Dann machen wir die Symbolfarbe auf schwarz. Und bei dem Weiß machen wir die weiße Farbe und entsprechend ein bisschen durchsichtig. Das müsste dann auch funktionieren. Ah ja, so wird mir dann angezeigt oder suggeriert, dass ich dieses Bild auch aufzoomen kann.
Ja, alles in allem nette Funktionalität, aber schon wieder ein Punkt, wo ich in eine Sackgasse gekommen bin, wo ich nicht genau weiß, wie ich meine Vorgabe genau umsetzen sollte. Mir wäre es jetzt persönlich wichtiger, tatsächlich dort 3x3 Bilder zu haben. Wenn ich tatsächlich viele Bilder habe, zum Beispiel 100 Bilder oder so, dann kann dieses Plugin oder dieses Modul natürlich seine Stärke ausspielen, weil es dann auch automatisch eine Paginierung eingebaut hat. Gut, aber ansonsten kann ich sagen, Abstände sind soweit in Ordnung. Es folgt noch unsere Kontaktzeile. Ich kopiere mir direkt mal diesen Text hier raus und dann können wir hier direkt die Hintergrundgrafik definieren. Hintergrund, Bild, Hintergrundbild. Das ist diese Welle. Wundervoll. Und hier wollen wir definitiv auch eine Verdunklung haben. Das heißt, wir brauchen zusätzlich die Hintergrundfarbe von Schwarz bei 50%. Das ist okay. Ja, und zusätzlich müssen wir dann auch noch beim Bild einstellen, dass der Überblendmodus auf Multiplizieren kommt. Genau. Ja, wir können hier einmal was anderes ausprobieren und zwar die Zeilen- oder die Spalteneinstellungen auf zwei Stellen über dieses Menü. Und dann kann ich hier entsprechend den Text einfügen. Erstmal das Kontakt und dann den Rest. Leider konnte ich auch nicht herausfinden, ob es einfach möglich ist, hier Icons vor diese Zeilen zu bekommen. Das heißt, wir müssen uns mit diesem Layout zufrieden geben. Okay, noch ein bisschen mehr Abstand von oben und von unten. Und damit kann ich auch recht zufrieden sein. Bleibt zum Schluss nur noch die Fußzeile. Wir haben das Surfer-Team. Und hier brauchen wir dann auch erstmal zwei Spalten. Und fertig. Ich denke, damit können wir ganz zufrieden sein. Jetzt bleibt nur noch das Abspeichern. Und das finde ich hier. Und sobald es abgespeichert ist, kann ich mir die Seite mal genauer anschauen. So sieht sie nun aus, die fertige Seite. Komm in die Surfschule. Ja, sieht auch ganz ordentlich aus, muss ich sagen. Es geht also auch mit Divi. Hier haben wir ein paar Unzulänglichkeiten mit der Galerie, aber insgesamt, wenn man damit leben kann, könnt ihr auch nochmal zusätzlich einfach drei Bilder hochladen oder eins weglassen. Ja, das mit den Icons, das müssen wir dann wahrscheinlich über HTML regeln. Und die Fußzeile. Ja, insgesamt kann ich zu Divi nur sagen, Divi lockt definitiv mit all den wirklich sehr schön gestalteten Vorlagen und Layouts. Außerdem hat es wahrscheinlich die attraktivste Landingpage von allen Page-Bildern. Also wer auf der Landingpage landet, dem werden ordentlich, wie soll man sagen, die Augen gewaschen. Mit so viel Candy, wie sie dort auf der Seite verwenden, das sieht schon toll aus. Da hat man natürlich Lust, das zu kaufen, aber man muss wissen, dass unter der Haube einige Sachen nicht ganz so ausgereift sind, wie das zum Beispiel auch andere Plugins anbietet. Sei es der Beaver Builder oder Brizzy oder sogar Oxygen. Naja, und wer das Geld hat und nicht auf jeden Euro achten muss, der kauft sich vielleicht einfach beides. Den Zugriff auf die ganzen Themes bei Elegant Themes und einen Page Builder, der wirklich auch einfacher zu bedienen ist als Divi. Vielen Dank fürs Zuschauen.